Hallo und herzlich willkommen zurück zum, ja, Angespielt von Path of Exile. Ja, es kam gut an, das erste Video. Und natürlich mache ich gerne viele Videos, wo ich euch auch ein bisschen Sachen erkläre und zeige, was ich so im Solo-Self-Hunt-Modus, ohne jetzt viel Zeit zu haben, erreichen kann. Weil es ist nämlich schon ziemlich am gut laufen. Also ich komme vorwärts. Und endlich auch wieder eine neue Season. Ich habe ja Diablo 3 und andere Games jetzt nicht so oft gespielt. Das ist gut, dass jetzt eigentlich Path of Exile wieder eine neue Season hat. Und deshalb ist die Motivation auch so groß. Ja, ich bin jetzt in Akt 2. Habe ja die Quest gemacht bis zu den Banditen. Die eine habe ich schon getötet. Und ich habe jetzt hier, ja, Panoptikum mit einer maximalen Anzahl Totems. 2, 3, 4. Ja, 4 Totems. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich einen Commander dann mal tragen soll, wenn ich ihn finde. Oder Lionel Sklar. Eins von beiden, also ja. Oder ich weiß nicht, wie sie heißen. Infractum ist einer. Ist einer der Ding, Jin Soul vielleicht tragen werde. Weil es ist ja Shotgun, also die Toten sind Shotgun, sie leben nicht lange, sie leben nur 8 Sekunden. Deshalb muss ich nochmals einen mehr bei Totems machen. Hier oben muss ich leider Eifer des Totems für mehr für länger. Ja, hier Totendauer. Das sind immerhin 40% mehr. 8, 40%, 10 oder 12 Sekunden, irgendwie so etwas. Und wahrscheinlich dann auch verlängerte Dauerjuwel. Also Game benutzen. Vor allem am Anfang, weil ich mag es einfach, wenn die Totems stehen bleiben. Ich weiß nicht, was Path of Exile für Probleme macht mit der Dauer immer. Ich habe es einfach nicht gern, wenn die Dauer so richtig gering ist bei den verschiedenen Spaces und so. Deshalb bin ich einer, der auch nicht so viel Stahlhaut nutzt oder so. Es ist einfach mir ein bisschen zu unbequem, ständig zu überwachen, oh, was ist an und was nicht. Ja, und deswegen, es läuft sehr gut, also die Geschwindigkeit macht sehr viel aus mit dem schneller angreifen Game. Und ja, also ihr seht es, die hauen mega schnell rein. Und man kann sie auch sehr schnell platzieren jetzt, also richtig geil. Ja, was machen wir denn? Ich brauche unbedingt Dexterity, also wir müssen Rebus killen. Zu der Rangerin. Dort das Totem einfach mitnehmen, Totem-Ding, ich kann es nochmal zeigen. So. Also. Ja, ich war gestern sehr müde im ersten Part, deshalb habe ich jetzt noch nicht so viel erklärt. Aber jetzt bin ich natürlich topfit, jetzt kann ich gut erklären. Wir müssen hier rüber unbedingt Dex mitnehmen. Bis ungefähr, ja, hier live. Und dann hier die Totems, aber hier oben durch, weil wir machen keinen Crit-Schaden. Dann eigentlich hier oben die Totems und dann sofort hier rüber zu robuste, resiliente Technik. Resolute Technik, okay. Und dann haben wir eigentlich so relativ das gemacht, was wir einfach benötigen, so schnell wie möglich. Und ich werde bei Champions der Impal-Ding zuerst nehmen. Ich dachte, ich nehme Fortify zuerst, aber nee. Ich bin nicht so ein safer Spieler, deshalb lieber Ding, weil sonst muss ich die Fortify nutzen natürlich auch noch mitnehmen. Dafür habe ich einfach keine Lust und Zeit. Weil man muss so schnell wie möglich hochkommen. Es macht erst im Endgame so richtig Spaß. Und wenn es dann auch besser läuft, wenn man einfach zählen Charakter hat, dann geht es natürlich viel besser. Mit dem Endgame. Und das ist wichtig bei Solo Self-Hunt. Sie müssen einfach bedenken, ihr findet die Unix nicht, die ihr unbedingt braucht. Das ist das Schwere, aber das ist auch das Motivierende. Also einfach hoffen, dass ihr gut etwas droppt, wie zum Beispiel hier. So, die Berührung für den Anfang von Solo Self-Hunt ist natürlich schon extrem genial. Ich spiele übrigens nicht Solo Self-Hunt Liga.
sondern normales SC-Liga. Weil ich kann mich ja dran halten. Aber eventuell bekomme ich ja Items, die mir nützlich sind. Also eben nicht mehr Solo-Selfant, sondern mit Support Solo-Selfant. Oder eher Selfant Air zu 99%. Und deshalb ja, möchte ich da lieber so spielen, als 100% Solo-Selfant. Dass man so mega eingeschränkt, das meine ich ständig jeden Tag mehrere Stunden spielen muss und noch Gas geben muss und alles. Und das ist natürlich, ja, das macht irgendwie ein bisschen wenig Schaden im Moment. Also, die Gegner haben einfach an den, am Live-Balken ein bisschen dazu bekommen. Ja, das ist also das Problem, die tun überall jeden Gegner angreifen, der gerade in der Nähe ist und deshalb kommt der Boss meistens nicht so viel Schaden über noch. Aber Impal regelt dann das. Ich tue sowieso Fluchen mit Projektilempfindlichkeit, mit dem Feierregen. Und deshalb geht es auch viel besser. Also der Build ist zu empfehlen momentan für Anfänger. Aber ihr müsst schon ein bisschen tricky spielen, also ein bisschen nachdenken, was ihr braucht. Ich habe jetzt zum Beispiel, ja, Herold der Asche benutzt. Also, ja, brauche ich jetzt momentan, weil es einfach mehr am meisten Schaden macht. Ich hätte sonst Politik genommen. Aber ja, das ist eben schwer. So. Gleich mal hier kurz öffnen. Der Krakt ist noch relativ langsam. Ich habe halt nur so Poison-Schuhe. Unique-Schuhe. Oder Chaos Damage eher. Und deshalb, ja. Ah, ich habe so trocken hier. So blöde Zimmerluft zu trocknen. Lieber noch ein bisschen. Trinken. So, das heißt jetzt nehmen wir den noch und dann gehen wir eigentlich hier rüber. Hier haben wir nämlich nur Decks, weil ja, wir brauchen schon Decks für unsere Spells, für unsere Attacken. Das sind alles Dexterity Games. Also, was wollte ich noch holen? Ah ja, ich wollte schauen wegen Clarity, aber die kann der Duellist eigentlich nicht holen. Na gut. Also, jetzt haben wir noch ein bisschen Damage bekommen. Ah, das Lebenszeugs, okay. Als Defensive für unser Ding. Ballistas, okay. Ja, es geht schon viel besser, weil immer wenn ich die gespawnt habe, haben sie einige Zeit nichts gemacht. Und jetzt mit dem schnellen Angreifen Game machen sie sofort irgendwie etwas, also viel, viel schneller. Und das hilft natürlich auch sehr viel. Und immer wieder einen Spawn, weil die 8 Sekunden schnell vorüber sind. Das hilft schon viel. Das ist jetzt eher gemütlich als schwer. Nur gehen halt manche Gegner noch sehr lange. Weil wir haben noch nicht genügend Schaden machen können. Es fehlt irgendwie so ein Schadensgame für Fernkampf, weil es gibt nur Nahkampfschaden. Support-Game. Und halt diese Vindicus Projektil-Game. Bösartige Projektile, glaube ich, auf Deutsch. Und ja, den möchte ich nicht nutzen, weil er langsamer macht. Und eventuell können wir das ein bisschen austauschen. Oh, ich habe Schnelligkeit, ne? Ein Schnelligkeit-Game. Hey, geht mal weg. Muss auch gut lesen. So. Der Tempel ist immer noch recht langweilig, den müssen sie überarbeiten. Weil er so gigantisch groß ist und so, ja, lowe Gegner hat. Ist ein bisschen langweilig. Ja, aber der Schaden ist trotzdem noch nicht groß genug. Bin ein bisschen zu schnell gerusht. Ja, ich habe heute Morgen und heute Nachmittag ein bisschen gespielt.
Bin aber noch nicht so viel weitergekommen, leider. Weil, ja, ich mache halt immer alle Season-Sachen und dann komme ich immer schon langsam vorwärts, nicht schnell. Da müsste man durchrushen und ich habe irgendwie nicht so Lust, immer alles durchzurushen. Zwischendurch immer wieder Gebiete, die nicht interessant sind, durchrushen. Aber so wichtige Gebiete, wie zum Beispiel der Tempel hier, wo ich viel spawnen kann, also viele Gegner hier jetzt sind von diesem Event, in dieser Season, muss man einfach sein, oder muss man ein bisschen Zeit investieren. Ich werde im dritten Bad dann auch ein bisschen näher an den Baum ran erklären, also was man am Baum so skillen muss, Skillbaum. Und passive Games und so weiter. Also das kann ich schon ein bisschen erzählen. Vor allem Impal, oder? Dann natürlich Geschwindigkeit am Anfang. Später braucht man Geschwindigkeit für schnellere Objekte, Ding nicht mehr. Ja, irgendwie für schnellere Projektile oder langsame Projektile, je nachdem, ob ihr switchen wollt. Aber schnellere ist trotzdem auch gut. Das verschlechtern sehr viele Spieler eigentlich, dass die schnellere Projektile halt auch sehr viel machen. Wie zum Beispiel höhere Reichweite oder einfach schnellere Angriffe, also dass die Pfeile schneller am Ziel landen, oder? Und das ist eigentlich auch sehr wichtig. Ich glaube, der wurde gebufft, oder? Oder ein anderer gebufft. Also Baracke wurde vor allem mal zum Support-Game, das ist wirklich super. Könnten wir eigentlich nutzen bei diesem Beat. Wenn es geht, auf dem Pfeilfächer. Ja, bringt nicht so viel. Eher auf dem Ballista. Und eben vor allem physische Schaden. Ist wahrscheinlich nur physische Schaden. Mit dem Brutalitäts-Support-Game. Und ja. Und eben einfach auch gut auf die Defensive schauen. Viel Leben. Skillen und viel Armor. Das ist jetzt sowieso Impal. Erhöht, glaube ich, auch die Armor mit einem Passiv-Not. Und deshalb ist es eigentlich auch ziemlich gut, Armor zu nehmen. Und hat Resistenzen für Solo Self-Found und für HC. Ja. Aber das werdet ihr alles bei mir sehen. Ich werde also immer wieder ein Video machen. Und ja, schau, dass ich so viel wie möglich spielen kann. Jetzt momentan ist sowieso Regnum echt leer. Keine Ahnung, wieso die Spiele nicht mehr spielen. Dann kann ich nämlich auch nicht so viel spielen und aufnehmen. Tut mir also leid für die Fans von Regnum. Aber momentan ist halt einfach, ja, ein paar Path of Exile mehr los. Und in Minecraft halt auch. Könnte dort auch ein bisschen mehr los sein. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne meine Videos schauen. Die brauchen halt ihre Aufrufe, kann ich nichts machen. Kann ich noch so nett sein und nichts sagen. Da muss ich halt ein bisschen Werbung machen. Ich denke, YouTube ist jetzt wieder in einem absteigenden Ast. Es sind einfach viel zu viele Bugs beim Hochladen, Bearbeiten und ja, Videobeschreibungen editieren und so gibt es recht viele Bugs. Dass man zum Beispiel einfach zu viele Leertasten hat oder also Binde, also Zeilenumbrüche. Und so, da muss man dann immer wieder fixen alles. Es ist eine harte Arbeit, momentan auf YouTube Videos hochzuladen oder zu livestreamen. Ist leider so. Und da wäre ich schon ein bisschen glücklich, wenn ein bisschen mehr los wäre. Aber gut. Liegt an YouTube, nicht an mir. Ich bin halt einfach hinten und muss mich hinten anstellen und deshalb geht es halt einfach mir nicht so gut momentan. Bald kann ich ja wieder livestreamen, dann wird es eventuell besser. Wenn einfach die Leute auch ein bisschen loyaler werden, ein bisschen mehr zuschauen könnten, ein bisschen mehr kommentieren. Aber ja, viele Menschen sind halt einfach zu sehr beschäftigt, haben keine Freizeit mehr richtig, haben immer das vor in der Freizeit. Und deshalb, ja, kommen meistens die kleineren YouTuber und so zu wenig nach. So, ich bin hier wieder ein bisschen mehr am die Ding machen. Ich brauche unbedingt mal wieder einen Boss, weil Items brauche ich einfach so langsam mal mehr.
Aber irgendwie kommt sie nicht, also ich muss sie beschwören jetzt. Also scheinbar kommt sie immer wie weniger oder es droppen einfach nicht die richtigen Items. Aber manchmal kommt sie doch, oder kommt er, es ist eine er. Sie ist sie schon wieder weg. Ja, wir haben genug. Ah, wir sind Fuchs. Ich nehme eigentlich immer die schlechteren, weil die besseren könnten dann. Oder eigentlich immer die besseren, ne? Ja, es ist nicht viel. Jetzt. Doch drauf gedrückt. Komm mal raus. Oh, die Spinne. Direkt mal die Spinne unten. Der Bohrer. Ah, ganz viele der Bohrer. Ja, aber die droppen kaum. Also, irgendwie machen die Seasons immer wie schlechter. Dass immer wie weniger gedroppt wird. Das ist natürlich nicht so einfach mit Solo Sevens. Und ich bin echt einer, der nicht gerne handelt mit Fremden. Ich bin kein Itemshop, ich bin ein Spieler. Tja. Und ich spiele jetzt diesmal wirklich ohne Skin. Die Wölfe nerven auch ein bisschen. Soll ich aus nächster Nähe Skin? Ich glaube, ich werde das mal machen. Weil wir sowieso aus nächster Nähe angreifen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Damage. Aber jetzt machen sie schon viel Damage normalen Gegner. Er steigert sich, hä? Ist nicht immer fair zum Steigen. Also manchmal braucht man sowieso keinen Schaden oder so. Auch wenn man irgendwie etwas steigert, ist einfach der Damage nicht so gut an manchen Level. Aber ich glaube, es geht jetzt immer wie mehr bergauf. Der Damage kommt so langsam, ja. Sonst benutzen wir einfach so bis zu den Maps den anderen Ballista. Naja, ich muss die verwenden und sie gefallen mir nicht so. Also, zu kurz bleiben sie da. Sie haben nicht so einen gewaltigen Angriff. Also, es sieht eher so aus wie ein kleines Spritzchen als eine fette Shotgun. Wumme oder so. Sind auch ein bisschen merkwürdig, so, weiß nicht, so American Kolonie, irgendwie so etwas in die Zeit. Oder so Richtung Cowboy-Zeitalter. Irgendwie so sehen sie aus und sind jetzt nicht richtige Bums. Sie ist irgendwie so ein Sie machen Furzgeräusche. Hier ist es eigentlich beim Sound, ja, ein bisschen lauter. Kann ich schon stehen. Weil ich muss immer den Sound ändern. Je nachdem, wie hypersensibel ich bin, muss ich den Sound runterdrehen. Oder wenn ich weniger hypersensibel bin, höher drehen. Aber ich glaube, ihr hört da gar nicht den Unterschied. Also, das ist eher für mich. Ich hoffe, es ist gut dann im Video. Im Video ändert sich eigentlich meistens kaum etwas in der Lautstärke leider. OBS nicht weiter den Balken nach oben ziehen kann. Sie sind zu faul gewesen. Haben den Balken nicht lang genug gemacht. Ja, OBS langsam immer wieder schlechter. Keine Ahnung wieso. Habt ihr irgendwie Erfahrung mit OBS? Wieso die irgendwie schlechter designen, die Sachen? Oder umändern, was schlechter ist? Also etwas schlechter machen. Weil momentan muss ich immer wieder manuell das Programm starten mit einem Klick anstelle von einem Tastendruck. Und das nervt natürlich schon extrem. Also vor allem, wenn man einen Monitor hat, merken die das nicht, dass man mit einem Monitor so schlecht aufnehmen kann. Ja, die Tastenkombinationen gehören nicht. Sie sind zu faul zum Angehen. Da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht, wenn man so wenig Geld hat. Ja, die Armen, die dürfen nichts Professionelles haben. Es muss alles so mega teuer sein wie möglich. Wir arbeiten ja auch ganz gut dran an teuren Sachen. Ja, man merkt, dass der Preis steigt einfach, aber die Qualität steigt manchmal nicht. Also die Auswahlmöglichkeiten. Kauf nicht zu teure Sachen. Es lohnt sich überhaupt nicht, die teuersten Sachen zu kaufen.
immer so, ja, ein bisschen mehr als die halbe, also die Hälfte. Gut, ja, der Boss zeige ich jetzt mal nicht mehr, weil, ja, könnte schon noch reichen, aber der Dungeon ist halt hier so ein bisschen groß. Ja, schon 20 Minuten. Weil der Boss ist sowas von langweilig. Wie lange der braucht, bis er endlich draußen ist, bis er dann endlich gestorben ist, bis endlich die Tür aufgeht. Das ist der schlechteste Boss, den sie je gemacht haben. Und überarbeitet haben ihn sie wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich erst nächste Season dann besser. Und genau dann, wenn man es nicht mehr braucht, weil die neue Kampagne erscheint. Das ist auch ziemlich gut, dass sie jetzt eine zweite Kampagne machen. Mit einem anderen Spiel, glaube ich. Also, dass sie einfach Path of Exile 2 machen. Und man startet sogar, wenn man jetzt die neue Kampagne will, Path of Exile 2. Und wenn man die alte Kampagne will, Path of Exile 1. Und dadurch wird ja das auch nicht so groß, als wenn man jetzt wieder sechs neue, oder sieben sind es, glaube ich, in der neuen Kampagne, neue Akte einführt. Ja, die können schon langsam mal ein bisschen denken, aber im Tencent macht das nicht so gut für Grinding Gear Games. Die müssen die mehr unterstützen. Tencent ist halt wirklich so ein, ja, Trash Game Publisher. Also ich kenne außer Path of Exile kein einziges Spiel von denen. Weil ich einfach nicht auch nicht spielen möchte, weil es Trash Games sind. Und Path of Exile darf kein Trash Game werden. Nur weil Tencent da irgendwie etwas verändert. Also ich mache jetzt mal ein längeres Video, zeige ich noch den Boss. Als Dank für die vielen Aufrufe. So langsam wachse ich nämlich auch wieder ein bisschen mehr. Aber es geht immer noch mega langsam. Und für jeden, der neu ist, Dankeschön fürs Zu. Ja, zusammenhalten, das Fan sein, beinahe schon Fan sein. Ja, ich mache interessante Videos und ich werde auch noch interessantere Videos machen. Also es lohnt sich schon, ein bisschen dabei zu sein. Dann werdet ihr auch sehen, dass es viel mehr Qualität dann gibt und so weiter. Das geht schnell. Dann den zweiten Bildschirm habe, kann ich dann auch livestreamen. Und ich mache sehr interessante Livestreams, nicht so gelangweilte. Ja, Streamer ist immer inaktiv, immer AFK und so. Und ich redet nur diese Sachen. Ich spiele wirklich dann durchgehend. Bei Path of Exile Livestreams ist es so: Sie machen eine Map, dann machen Sie 40 Minuten Trading Pause, dann machen Sie wieder eine Map, dann machen Sie 40 Minuten Trading Pause. Und dann machen 2 Stunden AFK herumsitzen. So ist das Livestream momentan bei Path of Exile. Und alle handeln. Tut niemand Solo-Sephan spielen. Finde ich einfach, ja, nicht gerade so interessant. Deshalb möchte ich es eigentlich besser machen. Ist natürlich auch wichtig für euch, oder? Ihr wollt ja auch bessere Streams sehen. Und ich bin eigentlich der Beste eigentlich bei dem machen. Also ich kann es einfach am besten interessant livestreamen und let's playen. Deshalb wieso nicht mich ein bisschen mehr pushen. Weil, ja, man kann jetzt kaum mehr groß werden, wenn man mal, ja, wenn man halt einfach hinten ist, weil man inaktiv war, wegen gesundheitlichen Problemen oder so. Man kommt einfach zu wenig schnell dann wieder an Ding. Ein bisschen nur der verändert, habe ich so das Gefühl. Wieso sind die so immun gegen Angriffe? Die sind jetzt einfach verzaubert von diesem Metamorph. Oh, lass mich. Hey, wie viel mal greift der jetzt an? Der wurde recht viel stärker, hä? Haben sie gut gepusht. Und er braucht jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so lange, bis er doch genau gleich lange gebraucht.
Ja, die sind ein bisschen stark für unseren Toten. Ja, die Reichweite wird auch vergrößert. Aber so kämpft man gegen den. Eigentlich kaum irgendwie im Angriff bieten, oder? Ich immer so ein bisschen laufen. Ja. Verschaffen. Ja, interessant, da hat es ihn wieder. Der Boss ist aufgewacht. Wieder auferstanden. Ja. So, er ist tot. Sehr schön. Ja, wie es weitergeht, so Ende Akt 3 werde ich wahrscheinlich dann wieder ein Video machen oder so. Ja, ich denke so vor PT werde ich dann wieder einen neuen Part machen. Und eventuell 2 Parts pro Tag bringen. Jo. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dragobasa. Tschüss.